Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit dem Thema Leistung. Und zwar werde ich mit Ihnen heute besprechen, welche Anwendungen und Größenordnungen gibt es in Bezug auf elektrische Leistung. Wir werden die elektrische Leistung definieren und dann die Definition für Energie kennenlernen und den Unterschied zwischen Leistung und Energie. So, dann werden wir einige Kenngrößen kennenlernen für Leistung und Energie. Und zum Schluss erkläre ich Ihnen, was es mit dem Begriff Wirkungsgrad auf sich hat. Fangen wir zunächst einmal an mit Leistung, mit elektrischer Leistung vor allem. Leistung tritt in Erscheinung, zum Beispiel in Form von Wärme. Bei einem Toaster, bei einer Heizung oder bei anderen entsprechenden Geräten dann. Leistung kann auch in Licht umgewandelt werden oder ganz allgemein in elektromagnetische Strahlung, zum Beispiel Radiowellen, mit denen man eben Sprache und Bilder übertragen kann. Leistung kann sich auch in Form von Bewegung ausdrücken, durch Elektromotoren zum Beispiel. Und zum Schluss kann man elektrische Leistung beispielsweise speichern oder man kann mit elektrischer Leistung chemische Leistung erzeugen, bei der Elektrolyse zum Beispiel, indem man Wasserstoff erzeugt. Leistung tritt bei uns in ganz unterschiedlichen Größenordnungen auf. Es fängt bei wenigen Milliwatt, 1 bis 2, vielleicht 100 Milliwatt. Es geht weiter im Bereich so 1 Watt, 1 Kilowatt und es geht bis in den großen Bereich hinein, mehrere Megawatt bis Gigawatt. Stoppen Sie jetzt einmal gleich das Video, nehmen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben Sie einmal auf, welche Anwendungen Sie aus den verschiedenen Leistungsbereichen kennen. Nehmen Sie für jede Größenordnung ein typisches Beispiel, was Ihnen dabei einfällt. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und für die unterschiedlichen Größenordnungen verschiedene Beispiele gefunden. Die möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Das fängt an im Bereich von Milliwatt, beispielsweise Armbanduhren, die ja fast schon eigentlich eher mit Mikrowatt arbeiten. Wenn Sie in den Bereich von einem Watt kommen, dann haben Sie die Größenordnung, die beispielsweise ein Handy oder ein Mobiltelefon oder ein Smartphone verbraucht. Wenn wir jetzt wieder eine Größenordnung größer gehen, in den Bereich 10 bis 100 Watt, das ist so typisch für Glühlampen, überhaupt für Beleuchtungsgeräte. Also eine Glühlampe von 40 bis 60 Watt ist was ganz Typisches und auch moderne LED-Lampen haben vielleicht 10 oder 15 Watt. Wenn wir jetzt den Bereich weitergehen, in den Bereich vielleicht 100 Watt, vielleicht auch 1000 Watt, dann sind wir bei den Geräten, die wir im Haushalt benutzen. Ein Föhn beispielsweise hat schon ungefähr 1000 Watt, eine Herdplatte vielleicht 2000 Watt, ein Kühlschrank hat einige 100 Watt, der Backofen vielleicht sogar 3000 Watt. Also im Haushalt haben wir es mit mehreren 100 Watt bis Kilowattbereich zu tun. Wenn wir dann die nächste Größenordnung nehmen, 10 Kilowatt bis 100 Kilowatt, das ist eine typische Leistung, beispielsweise für Fahrzeuge, Elektroautos zum Beispiel, die benötigen diese Leistung zum Fahren. Dann kommen wir in schon deutlich größere Bereiche, über eine Megawatt, das wäre vielleicht eine Lokomotive, jetzt hier nicht dargestellt, und in der Stromerzeugung wäre das vielleicht ein größeres Windrad, das heutzutage 2, 3, 4, vielleicht auch 6 Megawatt Spitzenleistung hat. Wenn wir in den richtig großen Bereich gehen, mehrere 100 Megawatt bis Gigawatt, dann kommen wir in den Bereich von Großkraftwerken.
Über den Daumen können Sie ein Großkraftwerk wie ein Kernkraftwerk oder ein großes Kohlekraftwerk mit einem Gigawatt überschlagen. Wenn wir die elektrische Leistung jetzt einmal definieren, so können wir die formal herleiten. Wir haben zum einen die elektrische Spannung, die uns ja ein Maß für die durchgeführte Arbeit darstellt. Sie erinnern sich, dass die Spannung definiert ist als Arbeit, die wir pro Ladung verrichten müssen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Maß für die Ladung und schon sind wir ziemlich dicht dran, denn Arbeit W ist ja sehr nah auch an der Leistung dran. Wenn wir jetzt aufschreiben unsere Definition für den elektrischen Strom, I ist Ladung pro Zeit, dann haben wir gewonnen, setzen wir diese beiden Gleichungen ein und erinnern uns an den Physikunterricht, da ist ja bekanntermaßen die Leistung als Arbeit pro Zeit definiert. Und wenn wir dann entsprechend einsetzen, so erhalten wir für unsere Leistung P gleich U mal Q durch T. Das wäre dann U mal I mal T durch T, das heißt, diese beiden Ts kürzen sich weg, ja, sodass dann am Ende übrig bleibt die bekannte Gleichung. P für die elektrische Leistung ist U mal I, also Spannung mal Strom. Das Formelsymbol für die Leistung haben wir jetzt gerade schon kennengelernt. Das ist P aus dem Englischen für Power. Und die Leistung wird tatsächlich in der Einheit Watt angegeben, nach dem berühmten Erfinder der ersten funktionstüchtigen Dampfmaschine, James Watt. Weitere Einheiten, die wir für Leistung nutzen können, ist die Einheit Watt mit Einheitpräfix Kilo, also Kilowatt. Im Elektrischen wird Leistung gerne auch schon mal mit VA, also Volt mal Ampere, abgekürzt. In der Physik haben wir schon mal die Einheit Joule Sekunden oder Newtonmeter pro Sekunde. Ich muss mich verbessern, es heißt nicht Joule Sekunden, sondern Joule pro Sekunde. Ja, wie gerade hergeleitet, die Leistung berechnet sich zu Spannung U mal Strom I. Das bedeutet, wir können Leistung, ja, eine bestimmte Leistung erzeugen, beispielsweise, wenn wir eine kleine Spannung erzeugen und einen hohen Strom dafür haben. Wenn wir das vergleichen mit einem Wassermodell, so würde das bedeuten, wir hätten einen vergleichsweise geringen Wasserdruck, aber eine hohe Wassermenge. Und wenn wir jetzt mit diesem Wasserfall aus einer niedrigen Höhe mit viel Wasser ein Wasserrad antreiben, so kann dies also eine bestimmte, ja, Leistung auf die Mühle aufbringen. Wir könnten allerdings genauso gut eine hohe Spannung verwenden und einen vergleichsweise geringen Strom. Im Wassermodell wäre dann praktisch der Druck deutlich höher und die Wassermenge kleiner. Das wäre so, wie wenn wir eine kleinere Wassermenge von einer deutlich größeren Höhe auf das Wasserrad herunterdonnern lassen. Das Wasserrad hätte dann im Zweifelsfall, wenn wir es richtig machen, dieselbe Leistung, um die Mühle anzutreiben, wie unser erstes Wasserrad. Mit einem Wort, um dieselbe Leistung zu erzielen, haben wir zwei Möglichkeiten, eine niedrige Spannung und hohen Strom oder eine hohe Spannung und einen niedrigen Strom. Das ist jeweils wurscht, die Leistung bleibt gleich. Schauen wir uns mal Beispiele aus der Praxis an. Zum Beispiel eine 20 Watt Glühlampe.
Die können wir zum Beispiel im Auto finden, als Halogenscheinwerfer. Dann wird diese Lampe mit Sicherheit mit 12 Volt betrieben und braucht entsprechend dann einen Strom von 1,6666 oder 1,67 gerundet Ampere. Das Produkt aus beiden ergibt dann 20 Watt. Genauso gut könnten wir aber auch eine 20 Watt Lampe bauen, die wir an die Steckdose von 230 Volt anschließen. Diese Lampe dürfte dann nur 87 mA beziehen. Auch dann würden 20 Watt entstehen. Beide Lampen wären gleich hell, aber die eine Lampe mit einer niedrigen Spannung und hohen Strom, die andere Lampe mit einer hohen Spannung und einem geringen Strom. Wir erreichen das Ganze, indem wir die Lampen unterschiedlich bauen. Die Automobillampe hat mit Sicherheit einen viel kleineren Widerstand, damit bei niedriger Spannung viel Strom fließt, während die Lampe für die Steckdose einen sehr hohen Widerstand hat, damit eben bei einer hohen Spannung nicht so viel Strom fließt. Aber wir sehen, die Leistung, für die ist das wurscht egal. Ja, ein anderes Beispiel wäre eine Hochspannungsleitung. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon einmal gefragt haben, warum wir denn über lange Entfernungen die Elektrizität mit einer hohen Spannung übertragen. Die Antwort ist einfach. Wir möchten die Übertragung mit einem möglichst kleinen Strom betreiben, denn der Stromfluss, der verursacht Verluste in den Leitungen. Und wenn wir eine hohe Spannung nutzen können, dann wird bei gleicher Leistung der Stromfluss kleiner und damit haben wir weniger Verluste. Das ist der Grund, warum wir eben über lange Entfernungen mit sehr hohen Spannungen arbeiten. Die Spannungen gehen ja bekanntlich bis zu 380 kV. Wenn wir in einem Schaltplan mit Leistung arbeiten, müssen wir ein wenig aufpassen mit unseren Strom- und Spannungspfeilen, die wir ja auch schon kennengelernt haben. Und zwar gibt es einen Unterschied, und zwar wenn wir eine Quelle haben, eine Spannungs- oder Stromquelle, so werden wir feststellen, dass der Strom- und der Spannungspfeil in die unterschiedlichen Richtungen zeigen. Und wir können dann einen Leistungspfeil einzeichnen, der von dieser Quelle hinweg zeigt. Dann hätten wir hier praktisch ein Ersatzschaltbild für eine Quelle. Das wäre praktisch das Generatorersatzschaltbild. An einem Widerstand zeigen Ströme und Spannungspfeile, wenn beide positiv sind, immer in dieselbe Richtung. Das gilt übrigens nicht nur für einen Widerstand, sondern eigentlich für jeden Verbraucher. Daran können wir erkennen, dass ein Bauteil ein Verbraucher ist. Dann zeigt auch der Pfeil für die positive Leistung zu dem Bauteil hin. Das heißt, wir haben hier das Verbraucherzählpfeilsystem. Im Verbraucherzählpfeilsystem, ich wiederhole mich, sind Strom und Spannung in dieselbe Richtung zeigend, sodass wir daran erkennen können, dass es ein Verbraucher ist. Kommen wir nun zur Energie. Energie kann man sich vorstellen als gespeicherte Leistung. Zum Beispiel ein Benzinkanister enthält so viele Liter Benzin, das würde praktisch einer Menge Energie entsprechen. Genauso kann ein Stausee eine ganze Menge gestautes Wasser auf einer hohen Höhe enthalten und auf die Weise diese Energie sozusagen also vorhalten. Genau wie im elektrischen Fall eine Batterie eben Leistung speichern kann auf Dauer. Das führt dazu, dass wir sagen, dass Energie im Grunde aufsummierte Leistung ist. Energie oder auch Arbeit sind in der Physik genau dieselben Begriffe.
Deswegen wird die Energie auch mit dem, entweder mit dem Buchstaben A für Arbeit, E für Energie oder auch W für Englisch Work, entspricht Arbeit, bezeichnet. Ich verwende üblicherweise entweder E oder W, je nachdem, wie es besser passt. Und die Einheit für die Energie ist normalerweise die Einheit Joule, auch nach einem bekannten Physiker benannt. Sie kann in der Mechanik, wird die Energie auch gerne in Newtonmetern angegeben und in der Elektrizitätslehre gerne auch schon mal in Wattsekunden oder in Kilowattstunden. Aus der Definition, dass wir sagen, Arbeit oder Energie ist aufsummierte Leistung, ist nicht zeitabhängig. Also aus dieser aufsummierten Leistung folgt die allgemeine Gleichung für die Energie. E ist das Integral der Leistung über der Zeit. Das beschreibt nichts anderes, als dass wir eben die Leistung Schritt für Schritt über der Zeit eben aufsummieren. Die Gleichung vereinfacht sich dann, wenn die Leistung immer konstant ist, dann können wir schreiben, die Energie I ist P mal die Zeit T. Vergleichen wir das noch einmal mit der Leistung, die wir ja schon kennengelernt haben, so können wir eigentlich sagen, Leistung ist der Verbrauch oder die Nutzung von Energie pro Zeit. Leistung ist praktisch eine dynamische Größe, sie ist sehr häufig zeitabhängig. Die Formelsymbole und die Einheiten haben wir schon kennengelernt. Aber aus der Gleichung, wenn wir sagen, es ist die Energienutzung pro Zeit, folgt automatisch die mathematische Gleichung, nämlich dass die Leistung P die zeitliche Ableitung der Energieänderung nach der Zeit ist. Also P ist dE nach dt. Im einfachsten Fall, wenn die Leistung konstant ist, dann können wir schreiben, P ist gleich E geteilt durch T. Kennen Sie Beispiele für den Unterschied zwischen Leistung und Energie? Drücken Sie einmal auf die Pause-Taste und schreiben Sie vielleicht das ein oder andere Beispiel einmal auf. Ja, ich hoffe, Sie haben ein paar Beispiele gefunden. Zum Abschluss dieser Folie möchte ich Ihnen noch auf den Weg geben. Achtung! Werfen Sie ja nicht die Begriffe Energie und Leistung durcheinander. Vor allem bitte verwechseln Sie niemals die Einheiten Kilowatt und Kilowattstunden. Kilowattstunden ist vorgesehen für Energie, Kilowatt ist für Leistung vorgesehen. Sollten Sie diese Begriffe verwechseln, dann wird Ihr Gegenüber, wenn er einigermaßen Ahnung hat, merken, dass Sie keine Ahnung haben. Das möchten Sie doch möglichst vermeiden, oder? Kommen wir nun zu ein paar Begriffen, die wir im Zusammenhang mit Leistung und Energie immer wieder schon mal benötigen. Und wir schauen uns dazu einmal einen Verlauf von einer Leistung an, wie sie vielleicht ein Windrad machen könnte. Ehrlich gesagt, diese Kurve wird ein Windrad so wahrscheinlich nicht machen. Ich habe mir sie jetzt einfach ausgedacht mit ein paar charakteristischen Ecken, um die Begriffe besser darzustellen. Nichtsdestotrotz soll diese Kurve genügen, um uns diese Begriffe einmal kennenzulernen. So ein Windrad hat üblicherweise irgendwo angegeben seine Spitzenleistung. In unserem Fall sind das vielleicht 1,5 Megawatt. Mehr Leistung kann dieses Windrad partout nicht liefern. Deswegen ist auf der vertikalen Achse jetzt dargestellt
die Leistung, die dieses Windrad liefert, bezogen auf diese Spitzenleistung. Und der obere Strich ist dann selbstverständlich bei 1. Auf der horizontalen Achse sehen Sie hier die Zeit. Ich habe jetzt mal mutig ein ganzes Jahr dafür angenommen. So, jetzt können Sie natürlich hergehen und diese Leistung, die dieses Windrad im Laufe des Jahres jeweils erzeugt, ins Netz einspeist, die können Sie aufintegrieren und dann bekommen Sie die Energie, die im Laufe des Jahres ins Netz eingespeist wurde. Aufintegrieren heißt praktisch die Fläche unter der Kurve und deswegen sehen Sie jetzt hier also diese eingespeiste Energie in hellblau. In unserem konkreten Fall wäre das vielleicht jetzt eine Energie von 3 Millionen Kilowattstunden. Das ist durchaus ein realistischer Wert für ein Windrad hier in unseren Breiten im Rheinland, für ein Windrad mit einer Spitzenleistung von 1,5 Megawatt. Vergessen Sie, das mit der Kurve genau nachzuverfolgen. Da bin ich nicht sicher, ob man da auf die 3 Millionen Kilowatt käme. Aber dieser Wert, der würde eben für ein echtes Windrad wahrscheinlich herauskommen, ungefähr. So, wenn wir das sehen, können wir natürlich zunächst einmal die mittlere Leistung angeben, nämlich indem wir praktisch die Energie durch die Zeitdauer eines Jahres, also 8760 Stunden teilen und dann bekommen wir die mittlere Leistung, das wären in unserem Fall 342 Kilowatt. Die habe ich jetzt hier ebenfalls als gestrichelte Linie dargestellt. Man kann mit dieser mittleren Leistung dann auch den Nutzungsgrad definieren. Das wäre dann nämlich das Verhältnis dieser mittleren Leistung zur Spitzenleistung. Das wäre in unserem Fall 22,8%, wie gesagt, auch ein typischer Wert für unsere Gegend. Eine andere Größe, mit der sehr häufig diskutiert wird, und deswegen muss ich Ihnen die auch erläutern, sind die sogenannten Volllaststunden. Sie sind definiert, ich lese einmal vor, Volllaststunden entsprechen der Zeit, in der dieselbe Energiemenge mit konstanter Spitzenleistung erzeugt würde. Ich illustriere das einmal in dieser Grafik. Also die Idee ist, wir könnten aus irgendeinem Grunde unser Windrad die ganze Zeit mit voller Leistung laufen lassen. Und ab irgendeinem Punkt, nämlich genau in dem Fall hier nach 2000 Stunden, hätte dieses Windrad dann mit dieselbe Menge an Energie eingespeist, wie das tatsächliche Windrad über das ganze Jahr. Diese 2000 Stunden werden dann als Volllaststunden gezählt. Damit kommen wir auch direkt zu der Definition per Gleichung für die Volllaststunden. Es gilt nämlich, die Anzahl der Volllaststunden T ist gleich erzeugte Energie E geteilt durch die Spitzenleistung P Peak. Sie sehen die Gleichung hier einmal dargestellt. Auch die Volllaststunden von 2000 Stunden für ein Windrad sind ganz typisch für einen vernünftigen Standort. Das heißt, wenn Sie mal eines Tages abschätzen möchten, wie viel Windenergie ein Windrad vielleicht liefern könnte, so können Sie etwa über einen dicken Daumen einmal 2000 Stunden rechnen, wenn es ein etwas besserer Standort ist. Bei einer Photovoltaikanlage können Sie als Daumenwert etwa 1000 Stunden in unseren Breiten rechnen, plus minus irgendwas. Gut. Meine Damen und Herren, damit kommen wir jetzt schon zu unserem letzten Thema, nämlich zum Thema Verlustleistung und Wirkungsgrad. Grundsätzlich ist bei der Übertragung von Leistung, von Energie, immer ein Verlust zu beklagen. Dieser Verlust, der kann größer oder auch sehr, sehr klein sein. Aber wir können ihn nie ganz vermeiden. Das bedeutet,
dass also eine Leistungsquelle immer ein kleines bisschen mehr Leistung liefern muss, als bei einem Verbraucher am Ende ankommt. Das, was beim Verbraucher nicht ankommt, das, was fehlt, das ist Verlustleistung, die auf der Übertragungsstrecke verloren geht. Und ganz logischerweise gilt dann also die PQ als Leistung für die Quelle ist gleich PV, das wäre in unserem Fall die Verlustleistung, plus die Nutzleistung am Verbraucher PN. Naja, das ist jetzt nichts überragend Neues, aber wir sollten schon im Auge behalten, dass eben die Quellleistung immer größer als die des Verbrauchers ist. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir ein Perpetuum mobile konstruieren und das hat bisher leider noch keiner geschafft. Kommen wir nun zur Definition des Wirkungsgrades. Eine andere Bezeichnung dafür ist auch Effizienz und das ist die Vokabel, die man auch im Englischen nutzt. Das heißt, Wirkungsgrad übersetzt ins Englische würde Efficiency genannt werden. Der Wirkungsgrad ist grundsätzlich definiert als Nutzleistung geteilt durch zugeführte Leistung der Quelle. Diese Definition gilt nicht nur in der Elektrotechnik, sondern die gilt in allen Ingenieurs- und Naturwissenschaften. Also überall in der Physik, in der Biologie, egal wo wir von einem Wirkungsgrad sprechen, wo wir von einer technischen Effizienz sprechen, gilt diese Definition Nutzleistung durch Quellenleistung. Entsprechend können wir das hier aufschreiben. Der Wirkungsgrad wird dargestellt mit dem griechischen Buchstaben Eta. Im Neugriechischen steht er für ein kleines I, ein langes I. Im Altgriechischen war es eher ein Ä. Deswegen nennen wir ihn meistens Eta. So, und wie gesagt, die Nutzleistung in unserem Bild haben wir hier bezeichnet mit dem Index N, die Quellleistung mit dem Index Q, sodass dann also hier steht Eta gleich PN durch PQ. Auch hier möchte ich nochmal ähnlich wie in einer vorherigen Vorlesung darauf hinweisen, verlassen Sie sich nicht auf die Indizes. Die Nutzleistung muss nicht unbedingt Nutzleistung PN heißen. Sie kann beispielsweise auch Verbraucherleistung heißen. Dann hätten wir vielleicht einen Index V für die Leistung des Verbrauchers und hätten dann vielleicht bei der Übertragung Verluste, sodass dort vielleicht ein Index Ü steht. Und damit sind die ersten Studenten schon wieder reingefallen, denn wenn dann die Verbraucherleistung PV ist, dann ist sie natürlich was anderes als die Verlustleistung PV, bei der der Index V für Verluste steht. Also achten Sie drauf, merken Sie sich lieber Nutzleistung durch zugeführte Leistung, dann sind Sie nicht auf die einzelnen Indizes angewiesen. Wenn Sie jetzt die zugeführte Leistung oder die Nutzleistung nicht haben, nicht weiter schlimm. Sie können ja hier diese Gleichung verwenden, um die Größe, die Ihnen fehlt, auszurechnen. Das heißt, wenn Sie also nur die Leistung beim Verbraucher, also bei der Nutzleistung haben und Sie haben nur die Verluste, so ist die Summe aus beiden die Leistung der Quelle und Sie können das hier unten reinschreiben. Dann würden Sie also letzten Endes die Gleichung verwenden, die ich hier hinten ganz rechts stehen habe, PN durch PN plus PV, also Nutzleistung durch Nutzleistung plus Verluste. Entsprechend andersrum, wenn Sie nur die Leistung der Quelle haben und die Verluste, nutzen Sie die Gleichung, die hier vorsteht. Ja, meine Damen und Herren, damit habe ich Ihnen so das Wesentliche, hoffe ich zumindest, zu Leistung, zu Energie erzählt. Und damit möchte ich heute diese Folge schließen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.